smo v državnem arhivu Žele Koroške, kjer bo predstavitev knjige Igorja Omerze o boju Janeza Topliška proti komunizmu in o atentatu v Velikovcu leta 1979. Tiskovne konference se bodo vedeli tudi nekateri kolegi Omerze, Igor Bavčar, Jože Dežman, Bojan Fink in drugi. Tukaj pa je v ozadju, kot vidite, tudi razstava o pregonu koroških Slovencev iz Južne Koroške leta 1942. Kjer so zjutraj prišli po njih in so morali v pol ure oditi svojih domači in so jih odpeljali v zbirno center pri Celovcu, mislim, da je bil Žihpolje, potem pa v taborišča v Nemčiji. Nekateri so v teh taboriščih umrli, večina pa se je, hvala Bogu, potem vrnila ob koncu druge svetovne vojne nazaj na svoje domove. Pregnanih koroških Slovencev. Knjige, te problematike. Zu einer interessanten gemeinsamen Geschichte. Das war ein Dialog des Slowenskega.
ruskega imigranta Janeza Dobriška, želečega hkrati zahodni Nemčiji. On je namreč skušal z nasilnimi sredstvi rušiti diktaturo v Romuniji in vzpostaviti samostojno slovensko državo. In jaz na tebi priljubiti šutke predstavljam sem, da si gledeži nekaj slovenički demokrati, ki jaz potiške, kar se je v temi privajtu delu, ne bi pretožil se na ena štircu, in da je na eno štenjivo slovenički štar, kar je in pomojte. Zato je avgusta leta 1960 prečkal avstrijsko jugoslovansko mejo, ker ste me na pohodu sodelala dva sodelovca slovenske tajne politične policije, ne da bi to sam vedel, je bil takoj po prečku in mejo je, na to obsojen na 14 let in novembra 65 ubit. Verjetno celo umorjen pri poskusu pobega zapora. Vidim vse, ki prišli tjedno od ustanovce v nezgodajnosti, vse, ki še vedno pak, ki so se ustavili v Jugoslavi že krenice. Vedno je pred zemlje našo referenice, da ni na več na njih, da je slovenišnjo genjen, koli zdaj, pa je vedno, da se piše ruske prevejze, bude je krcna prevejze, da je slovenišnjo zdaj prevejze, in vedno na folge so sice njavno transfer urede, in bi novembra, da sem kot konsekcij, da je v nastupka super, da ste štapan, štrajete šosem, značajnik se da se ruske prevejze. V drugem delu opisujem 13 bombnih atentatov na avstrijskem Koroškem v obdobju 1972-1979. V tem okviru se največ pokvarjam z Koroško eksplozijo. To državno teroristično akcijo sta izvedla tukaj Sluka Vidmar in ljudbovska sodelavka Marina Plaj. V cvete tebi bi šli predvsem bombnih atentatov in kjentu v Istraji in cel pomočno večnih sedmosipcih, ki so nacionalnosipcih. Midpunkt je Arkandom, ki sta skrpna mrtva atentatov na nacionalnosipcih. Ki so pokositi po jugoslavični represiji in Švarca parada direkt na Anšpak, ker bi jim reputovati javno reputo ima in upravi, a da je talen Marina Plej. V knjigi prvič Dobriška obravnavam kot pogumnega človeka, ki je želel od zaščite diktature v Sloveniji plačal za življenje, in drugič Velikovški atentat obsojen kot teroristično dejanje vrha jugoslovanskega in jugoslovenskega režima, ki je močno škodovalo predvsem koroškim Slovencem. In Bog vir Janez Kotišek pa smo tudi presojnih pred pisemi. Letstih pecajka Kotišek se ne bunšti diktatur in Slovenijo s štujecem in cajnim ledem. In gegensat stacov je pa zrkom akta Anšlag predvsem besondere auf der slovenischen Volksgruppe in jernem großen Schaden zugefügt hat, als der akt der Monikatura des jugoslavischen Regimes verwirrte. Knjiga je v Nemčini predvsem všežnejša kot v slovenščini. To pa zato, ker kar predvsem gradiva povezanega z Velikovško bombo, postalo dostopno v arhivu Slovenije, še je pozivno knjige v slovenščini in je sedaj vključeno v nemško izdajo. Vsebinsko najbolj zanimiv del novega gradiva so dokazi, da so avstrijski zasliševalci Luke Vidmarja in avstrijska politična oblast natančno vedeli za Vidmarjevo udbovsko poreklo. Zakaj takrat in tudi potem, potem niso nikoli obvestili avstrijske javnosti, je še danes zanimivo in pomembno vprašanje. Deutsch sprachige Übersetzung des Buches ist die erweiterte Fassung der slowenischen Originalversion. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass Teile des Archivmaterials, das direkt oder indirekt das Römermarkt der Patentat behandelt, erst nach dem Erscheinen der slowenischen Buchausgabe im Archiv der Republik Slowenien eingesehen werden konnten, beziehungsweise zugänglich waren und nur in der deutschsprachigen Version eingearbeitet wurden. Der Inhalt im wohl gesamtesten Teil des nun neuen Archivmaterials sind Beweise, dass die österreichischen Beamten, die Luther Wilmer verhörten, und auch österreichische Politiker sehr genau wussten, dass Wilmer ein guter Beamter war. Wieso damals und auch später die österreichische Öffentlichkeit davon nichts erfahren hat, ist von heute eine interessante und bedeutsame Frage. Iz podatkov, predstavljenih v drugem delu knjige, dokumentiram, dokazujem, da je šlo pri Velikovški bombi za direktno vpletenost vrha jugoslovanskega in slovenskega režima. Kronski dokaz temu je januarja 1980 napisana zaznamba enega takratnih najmočnejših jugoslovanskih politikov Slovenca Staneta Dolanca. Tu Dolanc zagotavlja mami Ljubo Vidmarja, da zaludno stoji Jugoslavija in Slovenija. Im zweiten Teil des Buches kann mit Dokumenten bewiesen werden, dass die Spitze des jugoslawischen und slowenischen kommunistischen Regimes direkt mit dem Bombenanschlag von Völkermarkt verwickelt gewesen sein musste. Als Grundzeugbeweis dient eine Gesprächsnotiz vom Januar 1980, die von einem der damals einflussreichsten jugoslawischen Politiker, dem Slowene Stane Dolanc, verfasst worden ist. Laut dieser Notiz versichert Dolanc der Mutter des Luther Wilmer, dass Jugoslawien und Slowenien hinter Wilmer stehen. Dalje, v drugem delu natančno seciram tudi takratno strukturo slovenske tajne politične policije, njeno povezavo z vrhom Udbe v Beograd, kadrovsko sestavo ljubljanskega centra Udbe, kjer je bil zaposlen Luka Vidmar.
kadrovsko sestavo Mariborskega centra kulture, kamor je bila sodelovsko povezana Marina Blaj. In Mariborski posebni podcenter Sora, ki je bil zadolžen za delovanje na dvojezičnem Koroškem, njegovo načrtovano in dejansko odločitev, njegove uslužbence, sodelavce in njihovo delovanje. Da cvete kraj razpuhne srcih iz kulture, ki da je mali na slovenski vremen policaj, ki je rekativno zavljučen Jugoslavijši kupa centrum Univerza, in kada mesec so sami sestri na slovenski kupa centrum Univerzana, grupa, vidma, večetkih, kredesnih, Den Beamten Kader des Superzentrums in Maribor, für den die Mitarbeiterin Marina Klein tätig war, und das besondere Überzentrum Sova in Maribor, das für die Bearbeitung des zweisprachigen Kärntens in Österreich und die geheimdienstliche Tätigkeit dort selbst zuständig war. Es werden die geplante und tatsächliche Bewachung des Superzentrums, die dort tätigen Beamten und Mitarbeiter an deren Tätigkeit aufgelistet. Da je bilo prikazujem prvič, kaj se je zgodilo s podpiško okrožno komunistično organizacijo v Nemčiji in Evropi po njegovi nasilni smrti in drugič, kaj se je zgodilo z organizatorji in izvrševalci Velikovškega atentata ter zlikovni šefi. Večina je pomembno nadaljevala oziroma dobila nove zaposlitve, naprimer Luka Vidmar v Iskri, Blajeva, Marina v Beauty Free Shops na Šentilskem enem prehodu. In epilog wird zusammenfassend dargestellt, dass nach Topischeks Verhaftung verurteilt und gewaltsamen Tod, mit dessen antikommunistische Organisation in Deutschland und Europa basierte, und schließlich wird das weitere Schicksal der Organisatoren und Täter des Völkermacheranschlags sowie deren Chefs dargelegt. Der Großteil der letzteren Gruppe wurde befördert bzw. kam auf neuen sicheren Arbeitsplätzen unter. Zum Beispiel Luca Wiedmann in der Firma Iskra, Marina Breit und Lücke Fischhoff auf dem Grenzübergang Stiege Schengen. V epilogu tudi prvič javno dokumentira, tega ni v slovenski zdaj, da del skupine, ki je septembra 1979 organizirala in izvedla atentat na Vinkovcu, Podmensko, Janez Zemljič, Stane Dolgan, Ivo Mreve, Luka Vidmar, že poprej sodelovala pri akciji vrnitve srbskega poslovnega Bate Todorića v severni Italiji, februarja 1975. Ali se v takom dejstvu ne ponuja kar samo sebe zaključek, da je bila Vinkovška ekipa odločev že poprej dobro odigrana za izvajanje raznih kriminalnih in terorističnih dejavnih učinkov. Leider ist behandelt der Epilog eine neue bisher öffentlich unbekannte Tatsache, aufgrund des erwähnten neuen Aktenmaterials, dass ein Teilnehmergruppe, die im September 1979 das Attentat im Supermarkt organisiert und ausgeführt hat, namentlich seien Janez Zemljič, Stane Dolgan, Ivo Mreve und Luka Wiedmar erwähnt, schon davor der von der UPA organisierten Entführung des serbischen Geschäftsmannes Bata Todorović in Norditalien im Februar 1975 sprichwörtlich tatkräftig mitgearbeitet hatte. Angesichts dieser Tatsache drängt sich der Schluss auf, dass das UPA-Team von Völkermacht bereits davor ein sehr gut eingespieltes Team für die Durchführung erschienener krimineller und terroristischer Aktionen im Ausland war. V knjigi obsežno uporabljajo različne tipe dokumentov, futbolske, politične, diplomatske, pravosodne in medijske. Dokumenti so pridobljeni za zahtevo oziroma knjižnic v Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. Kot mislimo medijsko gradivo, je morda kar 99% dokumentov v slovenski izdaji in še več v nemški izdaji prvič objavljeno. Der dokumentarische Unterbau des Buches stellt uns zahlreiche Dokumente dar. Das Aktenmaterial der UPA, politisches, diplomatisches und gerichtliches Dokumentenmaterial sowie diverse Print- und andere Medien. Die Dokumente liegen in den Archiven in Slowenien, Kroatien und Österreich. Das gesamte Archivmaterial wurde mit ganz wenigen Ausnahmen das erste Mal veröffentlicht, beziehungsweise in einer Abhandlung verwendet. Na državno odlikovanje, ki je sedanje predsednik Republike Slovenije leta 2009, podelil Žiševu dolgoletnemu futbolcu in notranjemu ministru Tomažu Erdo. Velikovski kontakt se je nam zgodil prav pod njegovim poveljevanjem. Udbe je z opisom velikovškega debata slovenske tajne policije se hotel dokazati, da je predsednik gradil tudi odlikoval človeka, ki je šef slovenske tajne policije, ki je izvajala državne teroristične akcije v Ukrajini. Den Anschluss für den zweiten Teil des Buches gab dann sicher die staatliche Auszeichnung, die der derzeitige Präsident der Republik Slowenien im Jahre 2009 an den ehemaligen langjährigen Superbeamten von 1975 bis 1990 und den Innenminister der damals noch sozialistischen Republik Slowenien von 1980 bis 1990, Tomáš Erdo, verliehen. Das Buch ist vor allem als Antwort auf diese Auszeichnung als Protest gegen diese zu verstehen. Das Völkermacht-Attentat passiert gewiss und derzeit als erster Chef
der slowenischen STV, des Staatssicherheitsdienstes UNFA, gewesen ist und er hätte für diese Tat die Verantwortung übernehmen müssen. Ich wollte mit dem Buch nachweisen, dass Präsident Anita Dürr einen Mann auszeichnet, der für den Chef des slowenischen kommunistischen Polizei gewesen war und staatlich gelegte Terroraktionen im Ausland verübte. Pri tem pa je najbolj zanimivo, da v slovenskem arhivu posledično v mojih knjigih tudi v povezavi z Lepoško bombo večkrat naletimo tudi na sedanjega predsednika Slovenije Anita Dürra. Ne kot akterja atentata, ampak kot nekoga, ki je v funkciji predsednika komisije za manjšine pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva, neke vrste zbirne organizacije diktatorsko vladajoče zveze komunistov, takrat v tem zadeva bolje odločen kot skopno formirana in nalagana slovenska in jugoslovanska javnost. Dabei ist es interessant, dass wir im Archiv der Republik Slowenien und folglich auch in meinem Buch des Öfteren, auch im Zusammenhang mit der Völkermacht der Bombe, auf den Namen des derzeitigen Präsidenten Sloweniens, Janina Dürr, umstoßen. Und zwar ganz sicher nicht als Akteur oder Mittäter des Attentates, sondern in der Funktion als Vorsitzender der Minderheitenkommission beim Sozialistischen Bund des Werktätigen Volkes, einer Vorfeldorganisation des alleinherrschenden Bundes der Kommunisten in Slowenien. Der allerdings in dieser Funktion oder im Hintergrund sicher besser informiert gewesen ist als die spärlich informierte und gewogene slowenische und jugoslawische Öffentlichkeit. Še med prevajanjem v nemščino sem prevajalcem nekaj napulnikov pošiljal dodatne strani. Tudi politični tednik Mladina je prišel v arhivu Slovenije do novih dokumentov in tudi ti so dodani v nemško izdajo knjige. Očitno pa poglavje v Lepoški bombi še ne bomo mogli zaključiti, kaj prvič. Svoje bo povedala še komisija Koroškega državnega zbora, drugič. Skoraj vsak dan se Ljubljani razkrivajo nove dokumenti in tretji svojo nalogo bodo morali napraviti tudi avstrijske raziskovalce. No, verjem, da je besednik Arbet in Žik, ter jih nam je gazeta profesor Mihaj Zgulji, da je redaktor in politik des slovenischen Bombenzeitschrift Mladina fand zum Thema Völkermacht neue Dokumente. Auch diese sind in der deutschen Fassung eingearbeitet. Trotzdem können die Untersuchungen zur Bombe im Völkermarkt offensichtlich noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden, da erstens noch die Kommission der Kärntner Landesregierung ihre Ergebnisse präsentieren wird, zweitens in den slowenischen Archiven immer wieder neue Dokumente ausgegraben werden, die neue Details preisgeben und drittens ihre Aufgabe auch noch österreichische Wissenschaftler erledigen werden müssen. Es muss gut trainieren, aber ein Komitee von einer Rede und Verrutschung des Sowjetischen Udbe, es wurde in den Matthäus, Januar 1982. Matejš pravi, da namerava skupina sedmih slovenskih minerskih sposobnih zdravilcev železne kaplje, ki bolje posedujejo eksploziv, razstreliti podhod Velikovškega muzeja. In to vse drugače postoje Jugoslovana, kajti njih ne bo dobil nišče. Če moramo tako informacijo v mojo ceni imati za veliko rezervo, bolj kot pretiravanje kot resničnih razlogov, pa v istem poročanju tudi znamo, da je Johan Hanik, sodelovcu Matejšu, dejal, da ima skritega okoli 5 kg razstreliva, in da bi bilo dobro razstreliti kak spomenik. Hkrati mu je priznal, da je prav on razstrelil spomenik v Škocjanu, ker v njem kot o škocjanskem atentatu bi poročal tudi Udba že leta 1975, to podrobno vse v knjigi, je seveda to potrebno ceniti kot resen in nevarno ne. Še posebej, ker ga je sodelovec Matejo Škocjanik kot primitivca, ki ga mora voditi nekdo sposobnejši iz ozadja. A Hanin ni bil sodelovcu, ker to je razvito iz dokumentov Udbe, ki so objavljeni tudi na moje knjigi. Als Beispiel von 1930 erwähnt, dass ein Kärntner Mitarbeiter der UPA mit dem Decknamen Matthäus im Jahre 1983 berichtete, dass eine UPA von 7 Sprengstoffkundigen in slowenischen Minenbieten aus Eisenkabel, die angeblich über Sprengstoffverfüge die Unterführung des Völkermachter Museums sprengen wolle und dass sie das ganz anders machen werde als die beiden Jugoslawen, dass sie niemand erwischen werde. Und zwar diese Information ganz sicher nicht großer Reserve zu betrachten ist, da es wohl mehr in Übertreibungen als um ein tatsächliches Vorhaben geht, erfahren wir im Selbstbericht auch, dass Johann Hanin, der Mitarbeiter von Matthäus, gesagt habe, dass er rund 5 Kilogramm Sprengstoff versteckt habe und dass es gut wäre, ihn an dem Fall zu sprengen. Zugleich warte Hanin auch damit, dass er das Denkmal zu St. Kanzler oder Kranen gesprengt habe. Wer über ihn als Attentäter von St. Kanzler auf die Ufer im Jahre 1979 berichtete, was im Buch genau geschrieben wird, ist dieses Vorhaben, das an ihm durchaus gefährliches und ernstzunehmendes Vorhaben zu verurteilen, zumal der Mitarbeiter Matthäus ihn an ihm als Primitivin beurteilte, der von einer unbekannten, fähigeren Person im Hintergrund geführt werden müsse. An ihm jedenfalls war in großer Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise war kein Ufer-Mitarbeiter. Jene Ufer-Dokumente, die das gelegen sind, im Buch veröffentlicht.
Zdaj, pokazaj še par slikov, da malo plastično pokazali, kaj je sem zdaj povedal. Pripravljeni imamo eno lepida, bonit, da se vas plastiša, pa v praviške je vjerno tam. Poročim vas. Mit seinem Fuß gebombt und das war der Panel
vprašljivi volite, bo danes bombe kot eksplodirali. Nočni dnevni posnetki razdejanja so ove stavbe. Tak in tak pa pravim von desaštrijom desaštrijom Zaznamba stalnega dolanca, dokument, kjer tudi piše, da stvar Luke ni samo stvar Slovenija, temveč da za tem stoji tudi federacija. Da je zelenten odpic von stalnega dolanca, da je šeš, da s tem pisanjem upravljeno njih mora pisati Slovenije, zdaj so da auch das Kinder in auch die Föderation stehen. Zgodna slika, prvi zdesni, načelnik tudi v času ali polžne bombe, Tomaš je zavljal je po bombi v notranjem ministru. Da še pa in tudi fotomarka bombe, Tomaš Erdl, um 30. Konvekt, der wurde dann zum Innenminister Slovenije zbrkel. Zgodni slik in notranjem ministru v času ali polžne bombe, Jana Zemljič, na predvaru predsednika slovenske vlade in podpredsednika vlade Jugoslavije. Darunter der Innenminister zur Zeit der Bürgermeister Bombe, Janis Nemberitsch, unten in der Mitte, der wurde dann später befördert und zwar zum Vorsitzenden der slowenischen Regierung und zum stellvertretenden Vorsitzenden der Regierung des Landes. Novice za menjave vlade in Hitlerja z avstrijskim vohunom Gerhardom Lahnerjem. Menjava se je zgodila 25. septembra 1981. V knjigi občerno pišemo obnašanje Lahnerja v slovenskih zaporih in obogajanje za to zamenjavo. Die Nachrichten über den Austausch der Agenten Leib und Widmer mit den österreichischen Agenten der Wagner. Und zwar wurde dieser Austausch am 25. September 1981 über die Bühne. Im Buch beschreibe ich auch diesen Wagner im slowenischen und in slowenischer Haft verhielt und über den Austausch. Über die Verhandlungen über den Austausch. Vielen Dank, Frau Lepa, das lässt den Haus geliefert. Und auf Fragen stehen, bitte Sie, diese Pause stellen. Also können wir das in deutscher oder in slowenischer Sprache machen, wenn in deutscher oder in das übersetzen. Ich frage mich, ob ihr denn kurz, also wenn Sie es eigentlich nicht zu sagen, dass wir in der Informationsgesellschaft, die
tragischer Fakt auch, ob jemand schon davor dieses Material bzw. darüber mehr geschrieben hat. No, v arhivu gleda ljudje te službovske arhive, recimo Hansi Kriki, ki je podobne stvari, pa tudi Josef Lapsega, pa to jeste, se pravi, pobali avtije. Ampak, pravzaprav sem jaz začel raziskovati, se pozna, kaj tiče gotovo sem prvi, ki še začel raziskovati. Te arhive, ki so pač v Sloveniji odprti, zakaj to dolgo traja, ker take arhive so pa malo zaprti desetletje. Da je težko prideti do arhivov, kjer so tudi odprte. Slovenci so odprte za tega, ker je šlo pa za propadnike in tudi režim. Zaradi tega je politik proti na parlament dovolj odprte. Ja, iz enih odnosih predvsem, da si to, kar jeste dva, da si intenzivno nisem na material, da je slovenični kupac, slovenični enkist, da je beševnik, in zvajte mi tukaj mene arbeiten, sind aber auch andere österreichische Historiker, die in Archiven arbeiten, wie zum Beispiel ich selbst, dann auch der erste Josef Lausiger, die auch ähnliche Sachen untersuchen. Ja. Ah ja, und es ist natürlich auch so, dass die so eine Archive normalerweise angesperrt sind. Das slowenische Parlament hat sich aber dafür entschlossen, dass diese Archive geöffnet werden, weil es um ein totalitäres kommunistisches Regime ging. Haben Sie Dokumente entdeckt, die belegen, dass auch österreichische Staatsbürger für die UPA gearbeitet haben? Ja, ja. Können Sie die Namen nennen oder welche Leute das sind? Nein, nur keine Namen. Sondern keine Linas. Also, das können alle diese Dokumenten wurden im Codenamen gesehen. Und wir kennen den Codenamen. So, kopisani, ne? Kone mene, niko krater kopisani, z katerih se vidi, da so bili avstrijski državljani zaposleni v obravnih inštitucijah avstrijskih. Aber es gibt eben auch Dokumente, die nachweisen, dass also so kurze Beschreibungen, aber ohne den Namen und ohne Namensnennung und aus diesen kurzen Beschreibungen ist es sie, dass diese Personen auch in der Schreibung des österreichischen Institutprojekts waren. Gegen die Linie sind die Dokumente nach schon poznäht, wie du nimmst nach Linie auf der Bisk. Darüber schreibe ich nicht im Buch, weil ich diese Dokumente erst später. Ampak, če bom dal javni informacijo situacijo, bi zlahka prepoznali, da so te ljudje. Vencija, da verjeli njeni, ki bi situacijo kenen, da očistim kenen ver, in veliki predvekljeni, da bi si pohranim štiri. Da se sami veliko desešati tudi bereti, ki javne štavljajo, da je še medije, politik, in da je to organizacijo, da bo so razprav, ono zanji med sami. Bestimmt, bestimmt.
Welche waren das? Außer Professor Markus? Ja, Markus. Ich habe mich ganz gesagt, dass man heute, die selbstständig ist, die nicht gesprochen haben, die
dran haben, irgendwie involviert haben. Und das sieht man ja auch in den Unternehmen, die Bewertung von außen, nur weil jemand das bewertet, weil diese Leute das auch so ähnlich geschlossen haben, waren sie nicht mehr so. Also die Idee ist nicht, dass du hier so sehr abhängst, dass sie doch ein und nach, sie sind eben schon immer der Trüben tun, und dann der Kosch ist erwähnt, damit die Uhr nur ins Vorschlag hat. Das ist auch eindeutig in diesem Buch so geschrieben, ich habe es auch so formuliert, dass der slowenischsprachige, deutschsprachige, und diejenigen, die das wissen, wissen auch, dass eben das in Deutschland total ausgerichtete persönlich war. Ja. Und es ist ja auch im Dokument so. Und wenn er bisher Dokument zusammen sehr in Kuba, braucht er es mit die Achse, die Johann und Kalle. Also irgendwann schreibt ein Dokument, der hat ein Dokument verfasst über sich selbst und dort wird ihm berichtet, welche Reaktionen, bei welchen Reaktionen sie nicht beteiligt, wie er sitzt. Grabstein? Da wurde eine dritte Explosion, ja? Von den Erlebten in Slowenien und von anderen Geschichtswissenschaftlern wird behauptet, also dass die Aufdeckung dieser Angelegenheiten unüblich ist bzw. dem Ganzen schadet, mit dem Hinweis darauf, dass auch Südtirol oder Österreich die Attentate, die in Südtirol waren, dass die auch verdeckt werden und darüber die Geheimakte nicht herausgegeben bzw. untersucht werden. Was sagen Sie dazu? Thank you.
ker se razpoje to, kar je meni razpolago. Nekaj dogovorno. Če ga mi bi to vedete, vsi so to vedete, vsake, vsi so to vedete, ki je vse vsega v parlamentu, pa je vse to znači, ko mora izseči pa te podatki o teh stvarih, ki je bilo. A to se je vzpila, da je vse to vedete, ki je tudi na te, da je reformite, ki je bilo to povezljati, ko je vse to znači, ali so to financije, ki se to znači, ki je bilo to znači. Meni je nekaj očinje, da vidite stvari na to, da še ga bodo povedate nas, da vse vi imamo pa tudi dobro, da ste vsi zredni na tega, da določene vprašanje zna, da določene aktivske tematike, ki so podrejene, imenovani zaporni vodi, ali pa špijatvist, in tako je tudi bolj težko, da se vas povedajo prejevo. In tako na Sloveniji, ne? Zbukljen dokument, nimo ni pisal. Nima nadenih zadržkov in nobenih pardonov, ki boste je pravno. Zdaj, da svoji zasečeni so samo vas, da so na svakim kamer, ki so vse predstavili, da smo se namerili, da s tem v Österreich kreative in beštercem, da se s Institut Tirol, se vključili na te bombarde, da se na Institut Tirol, da se nekaj pa na zgrade in v Österreich kreative, da se tam fasite in repet, da tega musite se, da mi niti gledati, kaj gled. Ja, und Ino, da hat eben darauf gesagt, dass wir eben in Slowenien jene Dokumente sichern sind, die eben zugänglich sind. Vielleicht darf ich nur dazu selbst noch sagen, das stimmt nicht ganz, dass man nicht über das Tirol-Attentat Bescheid weiß. Es gibt Zeugenaussagen auch in Wiener veröffentlicht, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass österreichische Staatsbürger von Nordtirol nach Südtirol sehr selten. Ja, aber es ist trotzdem vorhanden, also diese Literatur ist trotzdem vorhanden, also so ganz gesperrt ist das nicht. Und das ist auch ganz nachvollziehbar, das ist das eine, und das zweite ist ein großer Unterschied. Es geht in Slowenien um die Überarchive, das sind die Archive eines totalitären Regimes. Organisationen, die ganze Zeit ein falscher Stand der Unternehmerzistischen und auch den Unternehmen. Und drei Personen sind ja auch die heute im Bereich des Totenmittelfrieden aktiv sind. Trotzdem wird es auch hier natürlich beschwert. Delovanje družbe. Ker ta knjiga ni, pravzaprav ne pišemo za mesto, jaz pišemo delovanje družbe, to je bil vojni mene. Na dveh različnih koncih, ofenzivno, defenzivno, prijemno, prikliškanje, prijemno za mesto. In tudi vsem se kašni, ki je tvoja režim na Koroško, med testi in na mesto. In tudi, če bi ta režim zmagal, da se nas pri svojo Koroško, bi seveda bili vsi te testi elementi pod takim udarom, ki so bili Sloveni, ki zdine, ne mogli se politično zato je strašno pomembno za Slovence, da razčistimo s to vrhu. Zdaj pa, da dobijamo državno oblikovanje ljudje, ki so bili na čelu. To je, znaš, razvojit problem. Demokratična država, ker so te zapisegali, namreč država
dobivali dvokrajne visoka državna odlikovanja ali pa postali neki visoki državni uradniki, kot je naprimer Janez Zemljarič, če se še vedno delujoč, oziroma imeli smo primer v starejšnji vladi, ko je bivši odbač bil zaupnik in timus ministra za finance. Najlepša hvala in tako.